So Leute, endlich geht es in dem 200er Hubraum in Mario Kart 8. Ehrenlachs. Im letzten Part haben wir es endlich mit dem Spiegelhubraum geschafft. Und ich bin jetzt gerade auf einer anderen Datei, deswegen nicht wundern, dass die ganzen Sachen nicht angezeigt werden. Und ganz ehrlich, ich glaube, diesmal werde ich auch mal mit dem Bike fahren. Ja, das weißt du schon. Mit einem Bike habe ich gesagt, oder? Ja. Standardbike, Turbo-Bike. Und dem kleinen. Und dem neuen, das neue Festhörnchen. Und beginnen mit dem Pilzcup. Weil wir mögen alle Pilze. Und wer weiß, vielleicht wird uns hier irgendjemand mit dem Part auf Discord joinen. Mario Kart Strategie und das ist die Aufnahme, ja. Und wie es läuft, die Nase läuft und voll von LP Markus abgeguckt. Nebenbei, diesmal auch, halt das ist das 200er Hubraum schnell. Alter, vorm Fall. Alter, ist der 200er Hubraum schnell. Hab ich gar nicht so in Erinnerung. Andererseits, den 200er Hubraum eigentlich nie gefahren. Auf der Wii U-Version besonders nicht. Ja, und wie immer, tut mein Lack mich nicht verlassen. Wenn es um Treffen mit Green Shells geht und geil, der wurde und wurde der zum getroffen mit der Green Shell, ich glaube nicht, leider. Alter, ich fahre jetzt in die Kurven. Ich will Daisy einfach nur nicht so viel Speed zeigen. So, komm, ich will wenigstens noch Zweiter werden. Dritter, okay, ist ein akzeptabler Platz. Und ist noch irgendjemand auf die Foto? Nein, nein, natürlich nicht. Schade. Der Wasserpark. Okay. Wenn man sieht, vielleicht bin ich im Wasserpark ein bisschen Part von Wasserpark. Ja, und ich weiß, der im letzten Part Mario Kart 8, in einer der letzten, hat mir Schlagsahne auf jeden Fall empfohlen, ein Bike zu nehmen. Weil die besser um die Kurven fahren können. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob das nur ein MKW ist. Kann ja sein, dass das nur ein MKW so ist und dass er nur Müll erzählt hat. Daisy, wir wissen, ja, jetzt alle, dass du Beat nimmst, also versuch's wenigstens ein bisschen zu verstecken, okay? Ja Leute, ich zeige euch jetzt hier mit meinem Pro-Controller-Debüt. So, komm. Ich will wenigstens Dritter werden wie vorhin.
Alter, wie ich wirklich jetzt noch siebter werde, oder? Nee, ne. Siebter! Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz, oder? Nee. Anscheinend nicht. Geil. Wetten, dass es wieder vierter wird, meine Lieblingszahl. Oh, Timer ist geregelt gewesen, okay. Noch 39 Minuten. Komm, das geht ja mit dem zukünftigen Kind weiter, besser. Ich habe kein Item bekommen, so wie es sich gehört. Boah, voll in die Ballade reingefallen, geil. Boah, ich liebe Piranha-Pflanzen, wenn der Gegner die hat. Die sind so geil, ne? Wisst ihr noch diese geilen Piranha-Pflanzen? Damals. In Super Mario Kart. Damals. Da waren sie genauso geil. Alter. In Super Mario Kart, da gab es wenigstens nicht diese beschissenen Blue Shells. Und ich glaube, im Blitz gab es auch nicht, also. Ja, dafür könnte man das Spiel loben. Ich merke erst jetzt, dass Daisy einen extra Anzug für Mario Kart fahren hat. Weil das ist auch so ein MKW. Ich weiß, Olympischen Spielen teilen darf für Mario und Sonic. Da hat sie auf jeden Fall an das Detail gedacht, dass sie in anderen Sportsachen andere Anzüge haben, wie zum Beispiel Schwimmen. Oh geil, Peach habe ich nicht getroffen. Ja, da bin ich den ersten Platz nicht einmal getroffen habe. Alter, wieso hast du daneben getroffen? Lazy, Alter. Das trifft deine Schiff, ja genau, Sechster noch am Ende. Sechster. 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 Alter. Und ich dachte, mit dem Pro-Controller soll es besser gehen. Ja, nice. Sieht man, wie viel besser es geht mit dem Pro-Controller, oder? Switch Pro-Controller. Ja, ich hab recht. Mein Mario Kart 80 ist um ein Verhältnis gewachsen. Okay, Steinblock Queen. Noch eine geile Strecke zum Schluss. Mit diesem Scheiß Cup. Ich war zu lange am 150er Spiegel gekommen drin. 200er Hubraum ist nichts für mich und ich wollte. Eine Frage, was mein Problem mit der Steuerung ist, ist eigentlich 1 zu 1 dieselbe wie die mit den Joy-Cons und dem habe ich geil runtergeschmissen, habe ich aber nicht. Cheater, hatte der eine Hupe oder was? Und habe ich getroffen? Ne, ich bin sogar ein Platz gut. Ein geil.
Nö, geil, ich bin in meine eigene Banane reingefahren, aber wenigstens auf dem zweiten Platz, den ich die ganze Zeit wollte. Danke, Spiel. Und Alter, niemand will mir Gesellschaft leisten. Mann. Schade, schade. Und hey, Schmunzen. Ja, seht ihr, das ist auch eine andere Datei. Da muss ich halt noch ein bisschen offscreen. Bleibt bei Rosalina. Go-Kart, vielleicht ist das besser. Ich bin halt jemand, der mag eher ausgeglichene Stats. Wollen wir suchen uns mal so in diesem Cup, oder? Eigentlich habe ich Bock auf den Bananenkorb oder auf den Sterncup halt. Oder halt auf dem, aber leider der Reihe nach. Besonders auf Blitzcup und diesem ersten DLC-Cup habe ich besonders Bock auf. Nein, leider nicht. Ja, der wird mir das Spiel das nicht. So. Komm, Kumu, Weide. Das ist eine Strecke von MK und. Komm, bei der macht der Schlagsahne. Fahr ihn im Gras. Danke, Toni.